Hallo und willkommen back zu einer neuen Folge von Rise of the Evil Zero. Wir sind letztens stehen geblieben bei einer sehr coolen Erkenntnis. Eben wegen diesem Unterricht. Ich bin voll hängen geblieben. Sicher. Und wir hängen gleich dahin. Ich mache nichts Neues. Wir hätten gleich zu diesem Unterricht. Und diese MO-Diskette müssen wir sicher dorthin geben, wo dieser Pult steht. Dieser. Das war oben. Dieser. Wo eben dieser Lehrer steht. Endlich geht es voran. Ach, ich freue mich. Frei. Die haben alle also Plätze. Also Nummern. Freigabesystem aktiviert. Geben Sie den Passcode ein. 74? Passcode 74. Kein Eingabegerät in der Nähe. Ich glaube, ich weiß schon, was da will. 1, 0, 1, 2, 3. Up. Bleiben Kumpel. I'll go check over there. Yeah. Tja, das war nicht schon richtig klar. Das war ein bisschen zu langsam. Gut, noch einmal. Danke. Was ist jetzt aufgegangen? Oh. Aha, es geht alle auf. Boom, wo ist das? Okay. Das war's jetzt. Damit brauchen Sie sich nicht mehr zu befassen. Gut. Entschuldigung! Ich wollte schon mal gucken. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich verkutze meine eigene Spucke. Follow me! Ja. Ja. Da. Ich will speichern. Ah, Scheiße. Divus. Wir speichern hier. Rebecca! Achso, das heißt der Konferenzraum, ist ja auch egal. So, gleich in den einen gerade eben geöffneten Raum. Ich bin aufgeregt. Gestört.
Komm weg an und schieß doch. Hallo. Ich sehe gar nicht. Ach so. Ich sehe nicht. Ja, klasse. Ja. Ist egal. Gut. Was haben wir hier drin? Schachfiguren. Rebecca, die nimmst du mal. So. Langsam bewegen, sonst passiert vielleicht doch was Schreckliches. Gut. Was haben wir hier? Ein Schachspiel. Die Partie endet scheinbar schachmatt. Ich glaube, ich weiß schon, um was es geht. Yep. Gut. Boah. Ich kenne diese Schachfigur noch gar nicht auswendig. Ich weiß nur, dass mit dem runden Kopf ist ein Bauer. Okay. Erstmal das eine schwarze in die weiße linke obere Ecke. Nur für welche linke obere Ecke? Ah, warte. Ach so. Nee. Das schwarze hier ist schon in der oberen Ecke. Der Bauer, das stimmt schon so. Da war ja oberhalb des Bauern ich glaube, das ist ein Turm. Mhm. Das ist die eine Figur, der Bauer, nein, das turmähnliche Ding, in die recht schwarze obere Ecke und das dürfte, glaube ich, eine Königin sein vielleicht, oder das König? Nee, keine Ahnung. Weil es so eine Art Kreuz drauf hat. Ich kenne mich mit Schach, wurscht. Ich sag jetzt mal die Queen, ne? Die Queen kommt, ich weiß schon, ich bin doch ein Genie. Mhm, steht schon richtig. Ja, hat schon. Gott, ich rede gerade viel. Genau. Aha. Ich sehe schon. Runter. Runter. I'll check it out. Roger. Ich will nicht, dass die Alte die ganze Zeit mitrennt. So. Und vorsichtig. Nein. Ja. Muss schon richtig sein, ne? So. Und drücken. Evil, der Evil Book. Yes, da ist der Flügel drin. Yes, Motherfucker, ich habe es. Nehmen's. Buch des Bösen. Moment, hier ist noch was. Markus Tagebuch 1. 4. Dezember. Geschafft! Der neue Virus! Wir haben ihn Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitor-Arbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildung seines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Ein Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer! Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Progenitor nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr! Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September. Endlich ist es mir gelungen, auf der Basis von Progenitor einen neuen Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne diesen neuen Virus T für Tyrann.
23. Oktober. So geht's nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint meinen Experimenten auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte ich diese Person mir bei meiner Forschung helfen. 13. November. Endlich sind sie reif, meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach Tee und meinen Egeln gesucht. Na. Zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Egel natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern. Na dann. Let's regroup. Okay. Da komme ich nicht durch. Jetzt habe ich den Flügel. Jetzt habe ich den Flügel. Flügel. Und. Ach, mein Hund. Oh, mein Hund will was von mir. Er will gestreichelt werden, mein Hund. Ich will das nehmen. Ja, das kann wieder nur sie nehmen. Schnuffi, Schnuffi. Das ist mein Hund. Mein Hund heißt Charlie. Mein Charlie weiß nicht, wann ich. Wann Mami arbeiten muss, eh? Nur guck ich. Sag hallo. Ja, oder grunz hinein. Er grunzt sehr gerne. Ja, mein Hund will ganz gut spazieren gehen. Oh, das ist eh jetzt die letzte Folge, was ich jetzt aufnehme. Morgen kommen, dann nehme ich halt meine weiteren Folgen auf und so halt. Ich hoffe, da ist eine Schreibmaschine drin. Ehrlich gesagt, brauche ich jetzt den ganzen nicht mehr so. Ich höre einen Zombie links. Was ist los? Ist endlich tot. Blaue Kräuter. Wahrscheinlich für Gift. Was ist das? Erste-Hilfe-Spray. Der lebt ja noch. Oh, das ist mein Bug. Nimmst ein blaues mit. Ja. Du, Kerl, nimmst mein Erste-Hilfe-Spray mit. Ah, fuck. Was haben wir alles? Ach so, ja. Nein. Untersuchen. Ja. Ein Flügel. Ja, Flügel. Gut, dann bam bam. Ja, klasse, auf die drei Schuss.
Okay, wenn es halt nicht geht. Da haben wir jetzt was. Kann ich da rein? Nein. Gut, gut. Ah, da verstaubt der Spiegel. Und ja. Geh noch geschwind zurück. Ich speichere schon, dann mache ich Schnitt. Dann gehe ich mit meinem Hund Gassi. Der wird sich freuen. So. Zurück. Speichern, speichern. Und speichern, speichern. Dann. Ah ja, dort oben. Dieser Tausendfüßler da. Ist auch noch so eine Ritterrüstung. Tür gewesen. Es ist immer noch angezeigt gewesen, dass da noch so eine Ritterrüstung-Tür war. Aber wo war die? Insgesamt waren drei. Das ist das, was ich hasse. Zero und das Remake. Kein Platz. Und alle. Die eine hatte das, die andere hatte das, und das, dann das, und das, dies, und dann. Bläh. Gut, belassen wir es dabei. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, ciao.